Ein herzliches Willkommen zurück zu The Witcher 3. So, wir haben mit dem Dorfältesten hier gesprochen und wir müssen jetzt mal herausfinden, was die Dorfbewohner tötet. Oh, diese wunderschöne Aussicht wieder. Ja, also 369 Meter entfernt. Jetzt gucken wir mal. War da nicht irgendwo? Oh ja, da machen wir doch einen Abstecher hier hin. Würde ich sagen. Wir laufen aber mal hier noch durch dieses komische Dorf. Ist das das, oder? Ist es wichtig, woher das Essen kommt? Das werde ich mir nämlich schon noch angucken. Ja, das ist dieses komische Dorf. Oh, was ist das? Ah ja, kein Problem. Ja, das ging schnell, mein Freund. Das ging schnell. So, was haben wir hier noch? Haben wir noch etwas Schönes? Die Tür. Abgeschlossenes. Ja. Komme ich sonst hier rein? Na gut. Gucken wir jetzt noch mal, ob wir hier was vielleicht finden, aber eher nicht. Okay, laufen wir mal weiter. Und mal haben. Ist das? Im Spackt. Ja, wir bleiben auf dem Weg, oder? Ich glaube, das ist jetzt hier ein bisschen schlauer. So viel zu dem Thema. Wir bleiben lieber auf dem Weg und schon biege ich ab. Tolle Idee. Oh, was ist das Schönes? Was ist das? Was bist du denn? Ach, meine Lieblingshexe da. Ja, brennen, das tut dir gut. Stufe 8 ist wieder kein. Ey! Nicht gut. So. Oh, da haben wir den Schatz. Was haben wir denn da schönes Greifen? Absolut. Vorragend. Okay. Ups, hier haben wir auch wieder so giftiges Zeug. Was ist das hier? Schauen wir mal an. Was ist denn das? Lustig. Plätze! Komm mal zu mir. Ja, genau, lauf durch das Giftzeug. Hier zum Bier bin ich. Gut, komm. Los, lauf! Sobald dieses grüne Giftzeug. Oh. Musik. Ja gut. Ach, Wölfe, das lassen wir jetzt mal. Die Wölfe dürfen jetzt leben. Was ist das? Tritt zurück und komm nicht näher. Ich weiß, woher du kommst. Oh. Wo bist du denn? Was ist das hier? Wollen. Die Mächte, die mich schützen, spüren, woher du kommst. Dachte, er läuft eigentlich davon rein. Oh! Noch nicht so weit. Gut. Hey! Hey! Reicht jetzt! Wo ist der andere? Viech, würde ich da sagen. Na ja, du. Nimm mich klein. Das liebt ja Wölfe. Was ist das hier für ein komischer Baum?
neue Markierung Eingang. Wo ist hier ein Eingang? Nein, wir finden es gerade. Ja. Hä? Soll denn hier ein Eingang sein? Also ich habe hier vorne was gesehen. Eine Stimme kommt aus dem Baum. Soll ich es mal probieren, einfach hier entlang? Oh, den sterbe ich gerade nicht. Und dann laufen wir mal das wieder an. Was ist das? Geh was ist das? Fort. Geh fort! Geh fort! Die Mächte beugen sich nicht. Hey, ich hab dich erwischt, du Lumpen. Bist du? Was hat er gerade gemacht? Und ist der größer geworden? Kehr um. Wer bist du? Ich habe mein erstes rote Mutagen-Gedöns. Wie cool ist das denn endlich? Wie meint das? Oh, ich habe auch noch Punkte. Nehmen wir mal hier rein, ja? Ayu? Ja, möchte ich. Dann will ich mich hier auf. Das, oh, schön. Langes rote Muttergen. Werwolf-Muttergen. Ich wusste gar nicht, dass ich dieses kleine schon hatte. So. Das nehmen wir auf jeden Fall mal. Fort. Hinfort. Hinfort. Magie, ein Ort der Macht. Also dann ist es doch dieser Eingang, ne? Für den Baum. Also so richtig böse hört sich es nicht an. Mal, was wir mit drin schönes haben, das was Rotes. Das bewegt sich. Oh, das finde ich ja eklig. Kann ich das irgendwie abfackeln? Oh, das ist eklig. Oder würde ich nicht freiwillig rein, echt? Ja, komm. Gerald, mit ihr. Oh, das ist ein schönes Leckeres. Komm runter mit ihr. Sollte mich vielleicht mal auch noch mal kurz hier Alchemie ausprobieren, ob ich da auch, guck mal, wir haben nämlich hier einen Greifenabzug. Was haben wir noch ein schönes? Ein Werwolfabzug. Gucken wir mal, ob wir das noch mal anders brauchen. Ausprobieren, nein, klar. Haben wir natürlich noch. Warte mal, für viel kann ich jetzt hier gerade machen. Katzen nochmal, Schneestamm nochmal. Da muss ich auch mal ein bisschen mit den Waffen kämpfen, ne? Mal da verbessert das verfliegte Öl. Ja, damit. So. Greifen absolut. Absolut. Okay, so. Mal schöne Sachen jetzt gefunden, du echt. Jetzt gucke ich noch mal. Nee, das gucke ich später. Das ist jetzt nicht so eilig. Ach. Machen wir doch mal hier kurz, ja? Ja. Das ist was Ekliges. Was willst du hier? Wozu das Blut vergießen?
Tod? Oder ist meine Freiheit dein Wunsch? Ich wurde angegriffen. Dies ist mein Gefängnis. Eine belagerte Festung. Ich warte auf Mörder. Und mein Wald beschützt mich. Mörder? Mörderschwestern töteten meinen Leib, jagen meine Seele, da ich ihnen trotze. Hä? Wer bist du? Ich verließ meinen Kreis. Ich schützte das Gleichgewicht. Die Mumen töteten mich, verfluchten meinen Geist. Ich habe noch nie von einem Druidenkreis in Velen gehört. Ich wandere ewig durch ein Labyrinth von Zweigen, rutsche hilflos über Blätter. Dann kennst du die Mumen wohl gut. Sie sind Velens Fluch. Durch abgeschnittene Ohren hören sie alles. Sie verweben Haare und Leben. Ihre Macht erhalten sie von einer Brühe aus Menschenfleisch. Die abgeschnittenen Ohren haben wir gesehen. Warum haben sie dich getötet? Die Mumen wollen dieses Land haben und allein im Wald herrschen. Ich war ihnen im Weg, musste also sterben. Du sagst, du seist gefangen. Wie das? Ich bin gebunden mit magischen Fesseln. Ich wandere endlos, ein Blätterlabyrinth. Die Kinder, ich weiß alles, was sie erwartet. Bitte befreie mich. Ich muss helfen. Wenn den Weisen etwas droht, helfe ich ihnen selbst. Die Kinder sind schon fort. Bitte befreie mich. Ich kann ein Sturm sein, ein wilder Galopp. Ich rette sie. Nur ich kann es. herrlich. Wir haben ja nicht schon schlechte Erfahrungen gemacht bei der Reuseninsel, ne? Warum glaubst du, dass die Kinder auf der Lichtung in Gefahr sind? Die Schwestern haben sie genommen. Sie kehren nicht zurück. Wohin haben sie verschleppt? Ich kann helfen. Es ist zu spät. Es gibt kein Zurück. Und keine Straßen nach Art Zerbin. Sie werden alle sterben. Lass mich sie retten. Die Mumen, was weißt du über sie? Die Schwestern sind älter als die ältesten Bäume. Velen ist ihr Reich. Alles Leben hier dient ihnen. Die Schwestern sind verborgen. Du wirst sie nicht finden. Sie hören alles. Es gibt kein Versteck. So. Jetzt was tun. Das Viech sieht eklig aus. Ja, und wir wurden auf der Reuseninsel auch verarscht. Wenn wir das Viech ist jetzt gebunden, und wenn wir das wieder freilassen zu dem Geist, haben wir ein Problem. Ach, ist es doch. Ich würde dir gern sagen, ich muss doch. Komm, wir machen mal das. Das kann ich noch nicht entscheiden. Du musst zurückkommen, mich befreien. Bitte, sieh dich vor. Meine Wächter wachen noch immer. Ach, ist eine tolle Wurst. Ja, der Geist im Baum. Komm, wir machen mal. Wir lesen mal den Glossar dazu. Ne? Belegte. Falschrate? Nee, das ist nicht das, was ich wissen will. Was ist das? Nee, das ist auch nicht. Nee, das ist auch nicht.
Ist es hier Charaktere? Ah, der Geist im Baum. Der Flüsterhügel. Wäre die Welt nicht so, wie sie ist, sondern so, wie sie sein sollte, würde dieser Name auf versteckte Schlupfwinkel und Liebende hindeuten, die sich mit leisen Stimmen tief empfundene Lügen zuflüstern. Stattdessen stand er für Gefahr und Schrecken, ein Ort, an dem wilde Tiere von einer geheimnisvollen Macht angetrieben viele Bewohner von Niederwürr getötet hatten. Geralt erklärte sich bereit, dem Problem auf den Grund zu gehen und fand schnell heraus, dass diese Tiere von einem Geist gelenkt wurden, der in einem Baum auf dem Flüsterhügel gefangen war. Der Geist sprach mit der Stimme einer Frau zu ihm und behauptete, einst eine Druidin gewesen zu sein, die über den Hain von Velen gewacht hatte, bis sie von den Muben ermordet und im Baum festgehalten wurde. Die Kräfte der Natur, der sie einst gedient hatte, schützten sie vor den Plänen der dämonischen Schwestern. Die bedauernswerten Dorfbewohner waren leider ebenfalls umgekommen, da der Zorn der Natur, wie der Geist erklärte, nicht zwischen unachtsamen Unschuldigen und unerwünschten Bösewichten unterscheiden konnte. Der Geist der Frau flehte Geralt an, den Fluch zu brechen, sie von allen Qualen zu erlösen. Im Gegenzug für seine Hilfe versprach sie, die Weisen von der Lichtung im Sumpf zu retten, da diese durch die Muben sonst einen qualvollen Tod finden würden. So, das hat mich überzeugt mit Zorn der Natur, die keinen Unterschied macht zwischen Gut und Böse. Ich befreie sie. Ich bin wieder da. Ich habe gewartet. Du bist zurück. Was hast du gewählt? Hilfe! 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 Ich will wieder frei sein. Ja. Wenn du die Weisen von der Wiese retten kannst, helfe ich dir. Ich werde sie finden. Befreien. Öffne die Tür meines Käfigs. Blut ist mein Entkommen. Aber warum denn jetzt wieder? Es braucht ein Ritual. Das Schwarz von Rabenfedern. Das Weiß meiner Knochen. Und ein schnelles Ross. Eine Stute, wild und frei. Von einer Wiese muss sie sein. Dunkel wie eines bodenlosen Brunnens Tiefe. Schwarz wie die Nacht selbst. Nur so ein Tier. Sammle diese Dinge und bring sie mir. Aber warum muss ich denn jetzt wieder opfern? Ich habe die Rabenfeder. Hab ich? Finde meine Überreste und bring mir ein Ross. Ein Ross, schnell wie der Wind. Ein schwarzes Pferd, aus Sturm geboren. Wozu brauchen wir ein schwarzes Pferd? Das Tier und ich werden eins. Wie einst. Wir sind der Sturm. Nichts kann uns halten. Ein wildes Ross von feuchten Wiesen. Mhm. Wo finde ich deine Überreste? Meine Knochen liegen in einem einsamen Hügelgrab. Nicht weit, gen Westen. Okay. Ich hole alles, was du verlangst. Dann komme ich wieder. Kehr zurück. Zu den Tiefen des Hügels. Zum verrotteten Erz des Baums. Durchstich mein Herz. Lass Blut fließen. Um aufzuerstehen, muss ich erst verschlungen werden. Geh jetzt. Kehre durch den Gang zurück, den ich geöffnet habe. Wobei das Viech schon ganz schön eklig ist. Schön ist es nicht, was passiert, wenn ich jetzt Feuer drauf mache. Das riskiere ich jetzt lieber nicht. Dann kratzt die mir da ab, da. So, finde die Knochen. Gucken wir mal, wo ist es denn? Was haben wir denn hier angezeichnet? Was ist das hier? Oh. Also dann schauen wir uns das doch mal näher an, ne? Oh, was ist das? Ach, das ist mein eigenes Pferd. Ah. Oh, das war aber jetzt unheimlich, dieser Wind. Was ist denn das? Was ist denn das für ein komisches Geräusch? Kann ich die kleine Schatulle nicht öffnen? Ich glaube nicht.
So, hallo? Ja, ja, ich... Ah, wieder dieses blöde Wasserweib da. Weil vielleicht hat die Mama rotes Mutagen. Ah, ich wollte ausweichen, verdammt. Ah, wie schmeckt dir das? Hm, ja, ja, ist gut, gell? Mal gucken, wie es gegen die ist, abzuwehren. Irgendwie klappt das nicht so gut. Still. Scheiß auf Abwehren. Guter Angriff. So. Fühlen die Knochen? Was ist denn hier Schönes? Na? Was haben wir auch? Na! Was haben wir da denn? Das ist doch ein komisch einsames Grab. Seltsame Knochen. Sehen nicht menschlich aus. Hä? Sehen nicht menschlich aus. Ah. Was soll ich tun? Hm. Komm schon, Plätze! Also, komm. Knapp. So. Bin mal gespannt. Weiter so, Plätze. Ich bin nicht wieder so gut. Nein, komm hoch. Das schaffst du. Perfekt, Mädel. Oh, bewachter Schatz. Wo? Was bist du denn? Okay, nee, das lassen wir jetzt mal. Also. Los, los! So Stufe 20 gegen so ein Elementar oder. Glaube ich nicht so cool. Weil ich wahrscheinlich viel zu wenig Schaden mache. Los, lauf! Komm. Achsenzeichen, warte, 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 warte. Bist du? Du bist aber kein schwarzes Pferd, gell? Bist du ein schwarzes Pferd? Ja. Beweg dich! Ich will das aber eigentlich nicht opfern. Ach, Mann. Nee, ist nicht so gut. So. Das ist ein komischer Weg hier. Sag mal. Ja, das hier muss ich irgendwie. Hey! Ach, mein süßes Pferd lässt, tut mir so leid. Ich will das eigentlich nicht tun. Wobei es geht freiwillig. Bereit. Wir können anfangen. Lass mich auf Rabenschwingen fliegen. Leg die Knochen auf die Federn. Leg alles unter mein Herz, das du durchbohren musst. Und bring das Rost. Scheiß drauf. Zieh mal's durch. Hier sind die Rabenfedern. Einst war ich frei. Ich werde wieder frei sein. Hier sind deine Überreste. Ja, ich mach wieder einen Fehler. Einst war ich Fleisch. Ich werde wieder Fleisch sein. Oh nein.
es geht. Okay, das sieht geil aus. Ich lebe. Befreie die Kinder. Ja, ein Wort muss gehalten werden. Oh. Schwarze Schönheit? Kann ich auf dich? Kann ich nicht. Boah, das Pferd will ich haben. Und diese geilen Augen. Oh Gott, wie cool ist das denn? Wen will ich haben? Plötze! Ich will wissen, wo es hingeht. Wir verfolgen es schnell. Plötze! Nein, ich verliere es aus den Augen. Wo ist die blöde Plötze? Komm schnell. Bist du schnell? Los, los. Das hole ich nie ein. Komm. Das ist schon zu spät, Mann. In diese Richtung geritten. Ich sehe es nicht. Wo ist denn hier eigentlich? Komm, wir gucken mal. Vielleicht ist es in diese Richtung. Jetzt bleib ich auch nicht dumm hängen. Schade. Aber die Kinder sind tatsächlich weg. Shit. Also da hat schon mal die schwarze Schönheit recht gehabt. Jetzt mache ich mal Folgendes. Okay, was haben wir noch hier in der Nähe, wenn wir schon da sind? Der Dorfälteste, hier ist das eine Monster, was ich noch nicht schaffen werde. Steht eigentlich eine Stufe dabei. Komm! Schneller! Ey, das würde mich traurig machen, wenn echt die Kinder draufgehen. Weil die waren eigentlich schon goldig. Schon ein bisschen ans Herz gewachsen. Ja. Beweg dich! Magie. Ein Ort der Macht. Hä, was machen die hier? Oh. Was ist denn das? Ach, das ist der Werwolf, den ich platt gemacht habe, ne? Ja? Ja. Hallo. Ich habe euer Problem gelöst, aber meidet den Flüsterhügel trotzdem für eine Weile. Ist nicht wahr. Da hat was gelauert? Ja. Glaub mir, das willst du nicht wissen. Was hast du getan? Ich war oben und habe das Problem gelöst. Die Details gehen nur mich was an. Wie war? Ich hab von sowas generell keine Ahnung. Die Mumen, ihr nennt sie Herrinnen des Waldes, sagten, ich soll den Lohn von dir fordern. Sicher weißt du, was sie meinten. Ja, das weiß ich. Gib mir den Dolch. Bin gleich zurück. Lecker Schmeckerchen. Die Bezahlung. Bring sie den Herrinnen, ja? Was zum Teufel war das? Das ist der Pakt. Du kennst das Leben hier nicht, Fremder. Dies ist die Bezahlung für ihren Schutz. Die ganzen Ohren im Wald sind also
Vergiss es, Meister. Du ziehst bald weiter, aber wir bleiben zurück. Und unsere Kinder und deren Kinder. Über Wählen wachen weder Herren noch Götter. Es ist Niemandsland. Wer überleben will, muss seinen eigenen Schutz suchen. Schon geil. Seid so anders als auf dem Wandteppich. Nun, her damit. Wir sind barmherzig, aber du hast die Kinder entkommen lassen. Sie wollten nicht fliehen. Es hat ihnen hier gefallen. Sie haben gespielt. Deine Strafe muss hart sein. Still jetzt. Wir müssen mit dem Weißhaarigen sprechen. Ich kenne dieses Zeichen. Das ist Anna, die Frau des Barons von Krähenfels. Sie gehört keinem Mann. Sie trug eine Frucht im Bauch, gewachsen aus dem Samen meines Mannes, den sie hasst. Wir halfen ihr. Dafür dient sie uns. Sie trägt das Zeichen. Sie gehört uns. Es ist doch eine andere Frau, die dich interessiert. Sprich, Weißhaariger. Ihr habt mich den Flüsterhügel zähmen lassen. Das war viel Arbeit. Nichts ist umsonst, tapferer Mann. Hast du die bösen Mächte vernichtet? Unserem Reich Frieden gebracht? Ich habe den Geist, der im Baum gefangen war, befreit. Hört ihr das, Schwester? Verräter! Sie hat die Kinder entführt. Sie war es. Wir hatten eine Abmachung. Ich sollte den Dorfbewohnern helfen und habe meinen Teil erfüllt. Jetzt sind sie sicher. So, übers Ohr gehauen hast du uns also. Wozu habt ihr die Kinder gebraucht? Gebraucht? Wir? Sie haben uns gebraucht. Unsere Fürsorge. Du hast sie in große Gefahr gebracht. Wir können ihnen nicht helfen, wegen dir. Lasst nur, Schwestern, alles zu seiner Zeit. Ich glaube, ich habe sie verärgert. Im Wandteppich habt ihr anders ausgesehen. Wir haben uns für dich hübsch gemacht. Wenn du wüsstest, wie lange wir vor dem Spiegel gestanden haben. Ja, ist so lieb von euch. Begehrst du uns? Boah. Ihr wisst, warum ich hier bin und was ich will. Du wirst von uns träumen und um das bitten, was du jetzt ablehnst. Das tun alle. Nee. Unser Abkommen. Mein Teil ist erfüllt.
Jetzt seid ihr dran. Ein Wort, das wir geben, halten wir auch. Das Mädchen, Aschblond, so nennen sie das. Fingerdünn, verstört und erschöpft, konnte kaum stehen, das arme Ding. Wir sorgten für sie so gut wir konnten. Als wäre sie unsere eigene Tochter. Vergebliche Liebesmühe, ein ungezogenes Mädel. Verschlagen, bockig, selbstsüchtig. Die junge Frau, die ich suche, hat noch nie jemanden grundlos verletzt. Hast sie lange nicht gesehen. Sie hat sich zu ihrem Nachteil verändert. Warum hat sie euch angegriffen? Sie ist nicht mehr das Mädchen, das du kennst. Ihr Zorn verzehrt sie. Ich glaube euch nicht. Ihr haltet angeblich immer Wort. Also sagt mir alles genau so, wie es passiert ist. Wir sagen es dir, tapferer Junge. Wir wussten, dass jemand Besonderes kam. Wir lasen die Eingeweide und sahen die Omen. Wir sahen ihr Ebenbild wie eine Fata Morgana in einer Pfütze. Sie kam aus dem unteren Sumpf. Zuerst wussten wir nicht, dass sie die Angekündigte war. Ein Kind des älteren Blutes, der gesäte Samen, der zur Flamme wird. Die Stimmen sind halt auch schon ganz schön geil von denen. Sie fielen uns in die Hände. Älteres Blut. Das Blut der Verräterin. Schläft sie jetzt? Wie ein Lamm. Kommt, Schwestern, nicht getrödelt. Der Tisch ist gedeckt. Der Kessel brodelt. Das dürfen wir nicht. Sie ist doch für ihn. Engelrit kriegt sie, ja. Aber nicht am Stück. Gut gesagt. Wir werden nur mal kosten. Ich will ihre Füßchen. So dick. Perfekt für eine Brühe. Oh, ich kann sie schon schmecken. Wunderbar. Geh schon. Shit, da können wir ja auch eine Hose machen, ey. Das willst du bereuen, Mädchen. Bitter bereuen. Ja, wie viel sind denn das? Vielleicht sollte ich einfach fliegen, wie es da steht, oder? Ah, okay, ich lasse es, glaube ich. Oh, was ist das? Ich lasse es. Ich fliege. Oh, schnell, schnell. Was jetzt? Thank you.
Rutsch. Ihr wolltet sie töten, sie schlachten wie ein Tier und dann fressen. Ihr Blut und ihr Geschmack haben uns an unsere Jugend erinnert. Älteres Blut, außergewöhnliches Mädchen, wie du weißt. Wie schade, dass sie geflohen ist. Sie ist entkommen, aber ich werde sie finden. Wir kommen zurück und töten euch. Du kommst zurück. Ja, unsere Schicksale sind verbunden. Und es wird jemand sterben, aber kein von uns. Mhm. Jetzt sollst du Schatten jagen und im Nebel wandern. Wenn du sie siehst, wird sie ein Trugbild sein. Und wenn du sie findest, dann wird sie sterben. Wir sehen uns, hübscher Ritter. Alter, die sind so geil. Krasser Scheiß. So, das war doch jetzt schon ganz schön. Jetzt gucken wir mal, was wir hier noch haben. Jetzt ist nämlich ein bisschen was aufgegangen. Die Brauerin. Brauerin, die als Brauerin bekannte Mumie, war die mittlere der drei dämonischen Schwestern, was das Alter angeht. Doch körperlich war sie die größte. Die Brauerin kannte sich angeblich meisterlich mit magischen Mixturen aus und man munkelte, dass sie über ein Dutzend Rezepte für Menschensuppe hatte. Und der Geist im Baum, der Flüsterhügel, während wir so, ja, das haben wir ja schon, aber hier unten, diese geflüsterten Worte überzeugten Geralt. Und er folgte den Anweisungen des Geistes, hob den Fluch auf und der Geist der Druidin ging in den Körper einer schwarzen Stute über. So wurde der Geist befreit und die finsteren Mächte, die den Flüsterhügel heimgesucht hatten, waren verschwunden. Da habe ich das Richtige gemacht, würde ich sagen. Die Flüsterin, die Mum von Belen, war nicht nur betagt, sie waren uralt. Sie hatten die Tage der ersten Menschenkönige gesehen, vielleicht sogar die Ankunft der Elfen. Die Flüsterin war unter den grässlichen Schwestern die älteste. Jedenfalls behaupteten das die Legenden, die sich die Sumpfbewohner leise erzählten. Leise, denn sonst hörte die Mumie sie und sie verlangte Tribut in Form menschlicher Ohren, die sie dann an Bäumen befestigte und benutzte, um mit Hilfe urtümlicher Magie alle Ereignisse im Sumpf zu belauschen. Schon krass irgendwie. Habe ich über Hansi das schon nie? Hansi, als die Kinder auf der Lichtung im Sumpf Geralt zum ersten Mal von Hansi erzählten, hatte der Hexer allen Grund anzunehmen, dass es eine solche Person nicht gab. Es war kaum zu glauben, dass jemand an einem so unwirtlichen Ort wohnen konnte, ohne sofort von Ertrunkenen oder Wasserweibern gefressen zu werden. Deshalb hielt Geralt Hansi lediglich für die Erfindung von kindlichen Fantasien für einen imaginären Freund der einsamen Waisen. Allerdings wusste er aus jahrelanger Erfahrung, dass er keine noch so kleine Spur ignorieren durfte. Deshalb machte er sich im nahegelegenen Sumpf auf die Suche nach Hansi. Wie sich herausstellte, hatten die weißen Kinder nicht gelogen. Hansi gab es wirklich. Er war kein Menschenkind, sondern ein Göttling und er gehörte zu einem der seltenen Völker, die in der Wildnis des Festlands lebten. Leider hatte Hansi aus Gründen, die er nicht erklären konnte, seine Stimme verloren und konnte deshalb Geralts Fragen nicht beantworten. Nachdem Geralt ihm geholfen hatte, seine Stimme zurückzuerlangen, brach es wie ein Wasserfall aus ihm heraus und er strafte alle Geschichten über die angebliche Zurückhaltung dieser legendären Wesen Lügen. Ach, schon wieder falsch. Lügen. Hansi erklärte sich außerdem bereit, Großmutter zu überzeugen, Geralt zu den Herren des Waldes zu bringen. Ich weiß aus persönlicher Erfahrung, dass ein gutes Herz, edelmütige Absichten und ein falsches Wort zum falschen Zeitpunkt einen Mann in große Bedrängnis bringen können. Hansi erfuhr dies am eigenen Leib, als er bei dem Mumm ein gutes Wort für Großmutter einlegte und sich lediglich ihren Zorn zuzog. Ah, der Arme. So, Himmlerin.
Imlerit, Kommandant der Wilden Jagd und häufige Gestalt in Geralts Albträumen, hatte Ciri bereits seit einiger Zeit verfolgt, um sie zu seinem Herrscher Iridin zu bringen. Dieser mächtige und brutale Krieger hatte an den unzähligen Kämpfen und Feldzügen teilgenommen, die in die einen Ene gegen andere Welten führten. Er schätzte die unmittelbare Konfrontation über alles und provozierte immer wieder Scharmützel, in denen die Gegner ihre Stärke, ihre Geschicklichkeit und ihr Können in einem Kampf auf Leben und Tod messen mussten. So, jetzt noch die Weberin. Die Weberin mochte die jüngste der drei Mumien sein, doch war sie kein Deut weniger böse oder hässlicher als ihre großen Schwestern. Sie war diejenige, welche die magischen Wandteppiche aus Menschenhaar hob, das die Mumien den Dörflern in der Nähe als Tribut abnahm. Zum Teil in Schneidezeremonien bei kleinen Kindern. Über diese Wandteppiche beteten die Gläubigen die Herrin des Waldes als Gottheiten an und zollten ihnen Tribut. Krass. Ja. Und dann würde ich nämlich sagen, sind wir jetzt am Ende der Folge angelangt. Ich sage ein herzliches Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis denne. Tschüss.